Spaghetti all'Artico Gambaroni, eine Kreation von Kalle Frost, also von mir. Gleich zu Beginn der Hinweis, das komplette Rezept, also die Zutaten und auch die Zubereitung, findet ihr unter diesem Video. Dieses Rezept darf gerne nachgekocht, vervielfältigt oder auch geteilt werden. Aber denkt bitte daran, dazu zu schreiben, dass dieses Rezept von mir ist, Kalle Frost. Ihr seid wieder bei Kochst du mit Kalle, herzlich willkommen! Die Zutatenliste liest sich wilder, als sie in Wirklichkeit ist. Für 3 Portionen benötigt ihr 100 Gramm Eisbergarnelen, 100 Gramm gut reife Cocktailtomaten, 200 ml passierte Tomaten, 1 Esslöffel Tomatenmark, 40 Gramm Butter, 10 Gramm frisch geschnittenen Schnittlauch, 35 Gramm kleine Zwiebelwürfelchen, 200 ml Sahne, 1 gestrichenen Teelöffel Chiliflocken, 1 gestrichenen Teelöffel Oregano, 1 gestrichenen Teelöffel Majoran, Knoblauchgranulat und Salz nach Belieben. Ihr könnt natürlich auch frischen Knoblauch nehmen oder von der selbstgemachten Knoblauchpaste. Wie die gemacht wird, das seht ihr hier oben in diesem Video. Im folgenden Bild seht ihr nochmal alle Zutaten, außer Tomatenmark und Sahne. Das habe ich schlicht und ergreifend vergessen bereitzustellen. Und los geht's, den Schnittlauch waschen und mit einem Küchentuch trocknen. Dann in feine Ringe schneiden, die Zwiebeln schälen und in feine Würfel schneiden. Die Tomaten waschen, putzen und halbieren. Hier zeige ich euch mal einen Trick, wie man ratzfatz Spaghetti aus der Tüte bekommt. So. Das hat den Vorteil, dass die Tüte nur dort aufreißt, wo sie aufreißen soll. Wichtig für dieses Rezept sind wirklich die Mengenangaben. Wenn ich von einem gestrichenen Teelöffel spreche, dann meine ich das auch. Hier zeige ich euch, wie ihr Majoran und Oregano wirklich als gestrichenen Teelöffel hinbekommt. Ihr benötigt dafür den Teelöffel und ein Messer mit geradem Rücken. Mit dem Messerrücken streift ihr die überschüssigen Bestandteile vom Teelöffel ab. Und dann geht's ans Kochen. In einem Topf die Butter zerlassen, die Zwiebeln hinzufügen und anschwitzen. Wenn sie glasig sind, kommen die Tomaten hinzu. Wenn die Tomaten kurz mitschwitzen konnten, kommen die passierten Tomaten und die Sahne hinzu. Alles gut verrühren und dann das Tomatenmark hinzufügen. Dann kommen die Gewürze hinzu und anschließend die Eismergarnelen. Alles kurz heiß werden lassen und dann ganz zum Schluss den Schnittlauch hinzu, damit er seine Frische und seine Farbe behält. Dann ist Zeit zum Anrichten. Hier seht ihr mal einen Serviervorschlag. Dieses Gericht kann zum Beispiel hervorragend in kleinen Gläschen als Vorspeise gereicht werden. Und selbstverständlich auch als Hauptspeise. Wenn euch mein Rezept und dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen da, kommentiert oder abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr auch nichts Neues. Klickt am besten auch die Glocke an, dann werdet ihr von YouTube auch für Neuigkeiten benachrichtigt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen und guten Appetit. Das war's von mir bis hier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Kalle.